Servus liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Saphir Echtig! So, heute sind wir jetzt mal in Malmfroh City und heute kommt Teil 6 unserer schönen Sidequests. Ja, das Wetter ist ein bisschen blöd draußen, was heißt blöd? Es kracht, klappert, scheppert, schifft, blitzt, also auf Deutsch, wir haben ein Gewitter draußen, ein Mega-Gewitter. Na gut, mittlerweile hat es sich ein bisschen beruhigt, aber okay, den einen wird es freuen, wenn man Gewitter hat, die anderen verkriechen sich unter die Decke oder so. Also ich finde, mittlerweile kann ich absolut damit leben, dass es mal richtig schön kracht draußen, weil, damit sind wir auch gleich beim Thema, vielleicht können wir aus dem Blitzen oder Wasser oder aus dem Wind unsere neue Energie bekommen. Denn wie jeder weiß, aus aktuellen Anlass, der Atomausstieg ist jetzt beschlossene Sache. Dauert zwar noch ein paar Jährchen und dann sind die Atomdinger weg. Und die Höhenregion hat auch Wind bekommen. Für den geht ganz genauso. Sie plant nämlich den Atomausstieg. Und dazu soll er erstmal ins Pokémon Center gehen. Hallo Schwester Joy! Was halten Sie davon, von dem Atomausstieg? Ja, ich finde, es wird langsam Zeit. Gell, sagen Sie auch. Dankeschön. Tschüss. Ich glaube, Marc wird sich da auch drüber freuen. Und zwar... Hier ist auch einer, was viele nicht wissen, hier ist Walter. Neben mir und was viele nicht wissen... Er ist auch einer bei dem Atomprogramm. Und ich hoffe, dass wir ihn noch ein bisschen unterstützen können. Servus! Oh, Yoshi, du siehst aus, als hättest du Mumm. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut bei dem Atomausstieg. Gut, ich habe es entschieden. Du hast mir einen Gefallen, Yoshi. Was denn? Malmfroh City hat einen unterirdischen Bereich, der nur Malmfroh heißt und er diente bis zuletzt als ein dummes Atomkraftwerk. Yoshi, schick dich jetzt darunter, damit du den Generator und damit das Atomkraftwerk abschaltest. Der Generator ist kurz davor, heiß zu laufen. Das ist sehr gefährlich. Hier hast du den Schlüssel für Neu-Malmfroh. Kelleröffner erhalten. Juhu, wir dürfen ein Atomkraftwerk abschalten, wie geil. Mach dir keine Sorgen, man kann das nicht gerade eine Herausforderung nennen. Der Eingang zu Neu-Malmfroh ist eine kurze Surfstrecke von Route 110 entfernt. Das ist alles, du kannst mir vertrauen. Nieder mit der Atomkraft, nein danke. Yeah. Ich bleib jetzt mal unparteiisch, aber naja. Na gut. Die meisten wissen meine Meinung, aber jetzt müssen wir schauen. Genau. Da müssen wir jetzt surfen. Lurchi! Ich tue jetzt diesmal keinen Schutz aktivieren, weil da einige Pokémon sind. Wieso? Wieso kommen wir jetzt da nicht durch? Wieso ist Fluss unmöglich? Das kapiere ich nicht. Jetzt. Oder na gut. Ich glaube, ich sollte doch lieber Schutz aktivieren. Vielleicht habe ich wenigstens einen leichten Schutz oder so, der wohl nur 100 Schritte hält. Nein. Dann tue ich ja mal meinen letzten aktivieren, ist auch egal. So, wo ist jetzt... Da! Also man kann von außen nicht erkennen, dass das ein Atomkraftwerk ist, aber egal.
Die Tür ist geschlossen. Den Kelleröffner benutzen? Ja, natürlich, wir müssen den das Atomkraftwerk abschalten. Yoshi benutzt den Kelleröffner. Die Tür öffnet sich. Das wird jetzt Block 1 sein. Jetzt müssen wir da die ganzen Schalter betätigen. Und hier hausen dann auch ein paar Elektro-Pokémon. Wenn dann der Schutz nicht mehr wirkt, zeige ich sie euch. Hier haben wir Block 2. Block 3, 4, das brauche ich jetzt nicht weiter erläutern. Ich glaube, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Achso, da kannst du auch Turbo-Drähte einsetzen, das ist gut. Vielleicht geht es jetzt dadurch. Oh, da ist ein Pokéball, her damit. Fluchtseil gefunden. Ah, den kann ich brauchen. Dann, wenn die Gefahr vorbei ist. Da ist auch noch ein Pokéball. Hyperball gefunden. Das ist gut, wenn ich da Pokémon-Fluch fangen möchte. Ja, schaut schon. Ach nee, da geht's nicht weiter. Schutz wirkt nicht mehr. Jetzt schauen wir mal, ob ein paar Pokémon kommen. Und da ist auch schon eins. Yeah! Ein Magnetilo! Los, Gary! Miau! Aber eigentlich möchte ich ein Magneton haben, weil Magneton ist, wie man weiß, einer meiner Lieblings-Pokémon. Schauen wir einfach mal, ob eins kommt. Vielleicht sollte ich doch lieber zu MacGyver wechseln. Nee, warte mal. Darunter. Ein Voltoball. Oh Gott. Übrigens, wie ich offline nochmal neu gespielt habe, habe ich mir einen Elektroball gefangen. Ich hab, also in der Dönerfabrik habe ich einen Elektroball gefangen. Das kann ich euch dann später zeigen. Jetzt kommt erstmal ein Voltoball. Super. Ich denke mal, dass aber die Magneton da ganz, ganz selten sind. Wenn nicht, dann hole ich mir einfach nur ein Magnetilo, das geht auch. Was ist denn da drin in diesen Kästen? Will ich gar nicht wissen. Irgend so ein Müll, das wir nicht, wo wir nicht brauchen, wo alles geschädigt wird. Eigentlich bräuchte man da die Pokémon gar nicht mehr. Jetzt bin ich mal gespannt, wo da der Schalter ist. Da oben, schauen wir. Oh, da ist ein Pokéball. Ich glaube, ich hole mir doch nur ein Magnetilo, das geht schon. Das war ja kein Pokéball. Das war ja ein Voltoball. Dann können wir gleich weggehen. So schnell kann man sich täuschen. Man kann sich da, das ist praktisch sowieso Glaubenskrieg wie Opel und VW. Entweder man mag Magnetilo oder man mag Voltoball. Also ich bin ganz ehrlich, ich mag Magnetilo bzw. Magneton
viel lieber. Da müssen wir jetzt den Schalter betätigen. Zack. Kommen wir in den nächsten Raum. Okay, das hole ich mir jetzt mal. Erstmal paralysieren. Da sollte ich lieber nur Funkensprung einsetzen. Sonst macht MacGyver das Ding noch kaputt. Blitzel! Ach, Mann, MacGyver! Hast du das jetzt doch kaputt gemacht? Muss das jetzt sein? Na, egal. Ui! Da sind auch noch zwei Pokébälle. Herbert! Ja, du wirst wissen, dass das ein Voltoball war. Flüchten. Paraheiler gefunden. Nicht schlecht. Kann man immer mal brauchen. So, Versuch Nummer 2. Vielleicht sollte ich es doch lieber nur mit Ruckzuckhieb versuchen. Aber erstmal wird paralysiert, damit es sich nicht wehren kann. Das ist jetzt vielleicht sogar fast zu. Okay. Oh, Moment. Normalerweise müsste der Hyperball jetzt auch reichen. Ich habe ja noch ein paar, sehr gut. Bleib drin, bleib drin, bleib drin, bleib drin. Ja, toll! Magnetilo wurde gefangen. Für Magnetilo wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Magnetilo, Magnet. Magnetilo segelt durch die Luft und sendet dabei elektromagnetische Wellen an beiden Seiten seines Körpers aus. Dieses Pokémon wird flugunfähig, wenn die Stromquelle in seinem Inneren erschöpft ist. Also der lebt viel von der Energie, wahrscheinlich. Okay. Möchtest du Magnetilo einen Spitznamen geben? Ja, okay. Ja, also ich denke mal, weil das in der Mitte schaut ja aus wie so ein Auge. Ich sage jetzt einfach mal, ich nenne dieses Pokémon irgendwie Bullseye. Yeah. Eigentlich braucht man da nichts. So. Ne, schon mal mit Z muss man das schreiben. Jetzt. Da schaut es cooler aus. Yeah. Bullseye wurde auf den PC übertragen. Yeah! Ja! Schnell weiter. Sonst läuft der Generator wirklich heiß und wir gehen alle in die Luft. Eigentlich müsste ich sagen, bei den Haufen Schalter am besten keinen anfassen. Wer weiß, was da noch passiert. Am Ende fliege ich doch in die Luft. Wenn schon Voltoball draufsteht, dann ist das eigentlich kein Problem, oder? Da kann ich mich auch mit meine Schwellfüße draufsteigen, oder? Was haben wir denn hier? Hyperheiler gefunden. Moment, ich gebe jetzt trotzdem mal mein. Nee, eigentlich. Ich habe eigentlich das, was ich brauche. Ah! Da ist er! So. Erstmal den Pokéball holen, bevor wir alle in die Luft gehen. Wäre schade um den Pokéball. Her damit. Donnerstein gefunden. Yeah! Kleiner Tipp. Damit kann man Pikachu zu Raichu entwickeln. Raichu, ein arschgeiles Pokémon. Ohne Scheiß. So. Bevor wir jetzt noch alle in die Luft gehen, zählen wir alle runter. Und dann hat Höhen bzw. Malmflow City den Atomausstieg auch geschafft. 3, 2, 1, 0. Und drauf. Yoshi stellt sich auf den Schalter. Klick. Der Generator ist ausgeschaltet. Der Atomausstieg ist perfekt. Feier mit mir. Singen wir zusammen das Dönerschiff sogar. Das heißt also, mehr müssen wir eigentlich gar nicht tun.
wir können jetzt wieder oben, ohne Angst, dass irgendwas in die Luft geht, Fluchtseil einsetzen. Ich bin heute ein bisschen bequemer. Und raus! Jetzt dient er vielleicht höchstens zum Räume vermieten oder irgend sowas. Man weiß es nicht. Vielleicht kann man da... Vielleicht kann man da irgendwie anbauen oder irgend sowas oder Geschäftsräume machen. Ist mir eigentlich wurscht. Hauptsache, er ist abgeschaltet und wir gehen nicht in die Luft. Walter, wir haben es geschafft. Ich wusste, Yoshi. Ich wusste, ich habe die richtige Person herausgepickt. Endlich, wir können alle weiterleben. Wir fliegen nicht in die Luft. Hier, das ist mein Dankeschön. Eine TM, die Donnerblitz enthält. Nimm, du hast sie dir wirklich verdient. TM24 erhalten. Yeah, ich habe Donnerblitz. Kann ich ganz gut brauchen. Er freut mich zu sehen, wie energetisch sich die jungen Leute heute entwickeln. Ja, das glaube ich auch nicht. So, zum Abschluss zeige ich euch mal das Pokémon, was ich gefangen habe. Ich gehe jetzt mal nur auf Pokémon bewegen. Ach, den habe ich noch viel früher gefangen. Das ist nämlich ein Tohaido. Den, ich habe es Weißer Hai genannt, weil ich die ganze Zeit immer davon gesprochen habe. Eigentlich ist er blau. Oder so blau, grau, keine Ahnung. Aber egal. Ist trotzdem ein arschgeiles Pokémon, kann ich nur empfehlen. Hier haben wir noch Bullseye. Wie gehabt. Da ist das andere Pokémon. Elektroball. Dass ich aus der Dönerfabrik noch gerettet habe, sage ich jetzt mal. Ich habe es Bomberman genannt, weil da gibt es so ein altes Spiel, das heißt Bomberman. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt leider vergessen, auf was für eine Konsole das ist. Wer weiß, vielleicht werde ich das auch noch Let's Playen. Mal schauen, lasst euch überraschen. Okay, mehr gibt es nicht zu sehen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, danke fürs Zuschauen. Endlich haben wir den Atomausstieg geschafft. Und ich denke mal, das ist auch ein Beispiel für alle anderen. Und ich hoffe, dass jetzt aber auch keine irgendwelche Hater kommen und sagen, das ist irgendwie... Das geht irgendwie an die Political Correctness oder irgend sowas. Das war jetzt einfach nur, was aus meiner Sicht... Also ein bisschen humorvoll gestaltet und ich denke und hoffe, dass ja auch die Leute da draußen auch ein bisschen Humor haben und auch drüber lachen können. Naja, und ich denke mal, wir machen jetzt erstmal einen Cut und dann sehen wir uns in Teil 7 unserer schönen Sidequests wieder. Also bis dann. Ciao!